Ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und zu sprechen über ein sehr wichtiges Thema, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit nach dem 7. Oktober. Ich war lange Jahre pädagogische Leiterin in der Bildungsstätte und seit 4 Jahren bin ich an der Uni und forsche dort zu einem sehr verwandten Thema. Und zwar ganz konkret zum Thema Antisemitismus unter Kindern. Das ist der einfache Titel, aber es geht vor allem darum, inwiefern Vorurteile in Bezug auf religiöse Minderheiten auch bei Kindern, also in der Phase der frühen und mittleren Kindheit, sich auch schon äußern können. Das Forschungsprojekt ist jetzt zum Ende gekommen, also die Projektlaufzeit. Die Forschung wird jetzt zusammengefasst und unsere Ergebnisse werden dann nächstes Jahr veröffentlicht. Ich kann auch bei Interesse später auch nochmal darüber berichten. Aber es ist insofern auch passend zum heutigen Thema, auch wenn wir heute vor allem auf Schule gucken, aber die Frage, inwiefern Antisemitismus, aber auch Muslimfeindlichkeit in der Kita nach dem 7. Oktober vielleicht auch einen Einfluss hatte, ziemlich einfach zu beantworten, ja. Also es ist nicht natürlich nur Schule oder die Hochschule, auch mit pädagogischen Fachkräften aus der Kita habe ich viel gesprochen. Und der Krieg war auch dort irgendwie ein Thema. Natürlich ganz anders als in der Schule oder in anderen Orten. Aber das war etwas, was wichtig war aufzugreifen, um eben festzustellen, wenn wir über diese Themen sprechen, dann sind wir häufig, auch gerade ganz allgemein bei politischer Bildung, tendenziell fangen wir an der 7. Klasse, jetzt brauchen die Jugendlichen Workshops gegen Antisemitismus und Rassismus und vorher passiert nichts, sie sind nicht immun. Das ist eine ganz banale Erkenntnis, dass Kinder schon sehr früh Vorurteile entwickeln. Das weiß man aus der Entwicklungspsychologie schon sehr lange. Sie brauchen das eigene und das Fremde zu unterscheiden, hat natürlich sehr viel mit Sicherheit auch zu tun. Wem ordne ich mich zu, wo gehöre ich hin? Aber dass damit eben auch negative Zuschreibungen einen Einfluss haben können und diese auch von Kindern reproduziert werden, diese Bilder und Zuschreibungen, ist wahrscheinlich, wie gesagt, etwas ganz, ganz Banales, aber viel zu wenig erforscht und dementsprechend gibt es eigentlich kaum Programme dagegen, um in der frühen Kindheit auch schon politische Bildung zu gestalten. Das jetzt vorneweg, ich sollte mich ja selbst vorstellen, jetzt habe ich einfach ein bisschen was zur Forschung erzählt. Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit an Schulen, jetzt könnte ich natürlich einfach über Statistiken sprechen, die es gibt und die uns ziemlich schnell beantworten werden. Ja klar, es gibt einen Anstieg an Antisemitismus nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker der Hamas in Israel. Es gibt einen Anstieg an muslimfeindliche Straftaten. Und ich habe das jetzt nur in Klammern, diese 2 Screenshots sind von Zeitungsartikeln, eine längere Recherche von Zeit-Journalistinnen und Journalisten, die in kurzem Abstand zunächst einmal antisemitische Vorfälle dokumentiert haben, was Juden in Deutschland, wovor Juden in Deutschland Angst haben müssen und was Muslime fürchten, kam einige Wochen später. Sie haben sich jeweils auf die Melderegister, auf die Meldebehörden bezogen. Einmal RIAS, das kennen wahrscheinlich auch viele, RIAS, die Recherchestelle Information für Antisemitismus. Und sie haben in einer wirklich sehr spannenden Art und Weise diese Fälle aufbereitet, damit man auch einen Eindruck davon kriegt, was sind denn diese Fälle? Man spricht ja viel mehr von den Statistiken, aber was konkret passiert eigentlich? Von Brandanschlag irgendwie, von verbale Beschimpfung, physischer Angriff und so weiter. Also das wird hier, finde ich, ganz, ganz gut aufgearbeitet und auch einfach zugänglich eben für alle, die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema auseinandersetzen, aber immer nur Statistiken sehen oder Zahlen präsentiert bekommen. Und einige Wochen später, wie gesagt, geht es mehr um das Thema Muslimfeindlichkeit. Was ist eigentlich da passiert? Auch hier physische Angriffe auf Moscheen, auf Menschen, die sichtbar muslimisch sind. Das betrifft immer noch in der Regel zu einem überaus großen Prozentteil muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen. Ich war auch Mitglied der Kommission zur Muslimfeindlichkeit, die einen Bericht erstellt hat, der vergangenes Jahr im Juni vorgestellt worden ist. Vielleicht haben Sie den mitbekommen. Nennt sich Muslimfeindlichkeit eine deutsche Bilanz. Und auch, also wir haben dort auf unterschiedliche Bereiche geschaut, inwiefern diese Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen, inwiefern sie dort stattfinden, sei es im Bildungsbereich, im Kulturbereich, in der Politik, Sicherheitsbehörden und so weiter und so fort. Und es gibt wahrscheinlich gibt es wenige Sachen oder wenige Thesen, die für alle Bereiche gelten, klar, abgesehen von den Eigenschaften, die Muslimen zugeschrieben werden und so weiter und so fort. Aber
Was durchgehend der Fall ist, ist, dass muslimische Frauen mit einem Kopftuch wirklich in jedem Bereich massivst benachteiligt werden und eben auch im öffentlichen Raum sehr krass den Anfeindungen ausgesetzt sind, wie wahrscheinlich keine andere muslimische Person, beziehungsweise wie wahrscheinlich keine andere Sichtbarkeit, die es eben geben kann. Wir hatten deshalb auch schon intern, also das ist dann nicht passiert, wir sollten ja im Rahmen dieser Kommissionsarbeit Empfehlungen entwickeln und diese an den Staat formulieren, was sollte der Staat tun. Und wir hatten tatsächlich überlegt, wie gesagt, nicht umgesetzt, als allererste Empfehlung die Sicherheit von muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, im öffentlichen Raum zu stärken, weil das wirklich, wenn man sich das genauer anschaut, wirklich sehr krass ist. Und auch diese Vorfälle werden hier dokumentiert, aufgezählt. Und diese Zahlen beziehen sich vor allem auf CLAIM, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, aber sie arbeiten auch selbst, sie entwickeln sich auch gerade zu einer Monitoring- und Beschwerdestelle. CLAIM ist zwar nicht die Abkürzung dafür, aber ich glaube, der Untertitel ist sowas wie Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit. Und während bei RIAS beispielsweise nach dem 7. Oktober von 83% mehr Vorfällen gesprochen wird, also wie gesagt, in der Phase nach dem Oktober, ist es bei CLAIM so gewesen, dass sie von 3 Fällen pro Tag sprechen. Und das ist auch fast 3-mal so viel als eben die Zeit zuvor. Ich habe eben auch schon erwähnt, was sind die Angriffe konkret, physisch, verbal, Moscheen, Synagogen, Beschimpfungen wie Muslime wurden und Generalverdacht gestellt. Viele aus der betroffenen Community, beispielsweise unter Muslimen, war auch die Rede von, ich fühle mich wie nach dem 11. September, es gibt wieder diesen Stempel, Muslime sind Terroristen. Für Juden und Jüdinnen berichten, dass jegliches Symbol, sei es den Davidstern oder die Kippa, zu tragen, eine große Gefahr ist. Hebräisch sprechen auf der Straße, auf dem Spielplatz, da gibt es auch sehr viele Fälle, war überhaupt nicht mehr möglich, weil sie mit großer Sicherheit Beschimpfungen, wenn nicht auch körperliche Angriffe erlebt haben. Diese Statistiken kann man sich jetzt natürlich, also ich kann die jetzt weiter referieren und erzählen, die kann man sich natürlich auch anschauen, hiermit auch gleich diese Empfehlung eben an diese, also Empfehlung für diese zwei ausführliche Rechercheartikel, um sich da auch nochmal genauer das anzuschauen. Worum es mir aber vor allem geht, ist nicht nur die Schule zum einen zu fokussieren, sondern auch nochmal auf den öffentlichen Diskurs zu sprechen zu kommen, der eben mit dem, was passiert, muslimfeindliche und antisemitische Straftaten, sehr stark korrespondiert. Und der seit dem 7. Oktober wahrscheinlich noch polarisierter ist als jemals zuvor, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Und daher werde ich zwei Metanarrative vorstellen. So nenne ich sie heute, Metanarrative, das heißt, die sind, niemand würde sie genau so benennen, wahrscheinlich inzwischen schon, aber es sind zwei sich gegenüberstehende Narrative, die sich gar nicht ausschließen, aber die sehr stark präsent gewesen sind im Nahostkonflikt. Und zwar und im weitesten Sinne geht es um Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, denn dieser Diskurs hat antisemitische als auch rassistische Straftaten, dass das Potenzial ist ja dadurch größer geworden. Einmal, ich komme zum ersten Narrativ. Das erste Metanarrativ, das nenne ich hier Jewish Lives Don't Matter. Die Analogie zu Black Lives Matter wird wahrscheinlich schnell bekannt, darauf komme ich später noch einmal zu sprechen. Worum es hier eigentlich geht, ist, dass nach dem 7. Oktober, nach dem brutalen Massaker, der in Israel an Zivilisten, israelische Zivilisten, vor allem eben auch jüdische, ist ziemlich schnell auf der politischen Seite von der Politik, von Politikerinnen und Politikern der Bundesregierung eine Solidarität da gewesen, eine Verurteilung, klare Verurteilung, ein politisches Commitment war da, darum geht es mir jetzt gerade weniger, das auf jeden Fall. Aber die Anteilnahme in der breiten Bevölkerung war unmittelbar nach dem 7. Oktober entweder gar nicht da oder sehr, sehr wenig. Woran kann man das jetzt festmachen? Einmal habe ich hier ein paar Ereignisse zusammengefasst, auf die werde ich gleich nochmal eingehen, die insgesamt dafür sprechen, dass die Empathie für Juden und Jüdinnen sehr wenig da gewesen ist in den ersten Wochen. Und es ist wichtig zu unterscheiden, dass wir die aktuelle Phase des Krieges für einen kurzen Moment auch ausblicken, denn es hat sich sehr viel verändert. Also wenn man zurückblickt auf den 7. Oktober, gab es wahrscheinlich
musste man quartalsweise unterscheiden, was dann passiert ist, mit Blick natürlich auch auf die Entwicklung im Nahost. So, dass der Krieg aktuell eben ein ganz anderes Ausmaß genommen hat und von Unverhältnismäßigkeit selbstverständlich die Rede sein sollte, war das zu diesem Zeitpunkt eben nicht. Und deshalb ist es aber wichtig, nochmal zurückzublicken, um die Diskurse auch heute zu verstehen und auch kritisch nachzufragen, wenn es eben auch um die Problematisierung von Antisemitismus bzw. Muslimfeindlichkeit geht. Weil ja hier, ich gehe mal davon aus, sehr viele Menschen sind, die in der Schule arbeiten. Ich hoffe mal, es geht ja um Schulen heute. Wäre die erste Frage, wenn es jetzt um die Anteilnahme geht nach dem 7. Oktober, gab es denn Schweigeminuten am 9. Oktober? Der 7. Oktober war ein Samstag und auch ich war jetzt mit vielen Lehrkräften im Gespräch, auch mit Schülerinnen und Schülern, und ich habe tatsächlich nur eine einzige von meinen sehr vielen Gesprächen seit Oktober kennengelernt, wo eine Woche später eine Schweigeminute veranstaltet worden ist in der Schule. Und ansonsten war es vor allem so, dass von Montag bis Freitag die ganze Woche und auch danach zwar anders, aber nicht die Rede war von dem, was eben von dem Terroranschlag die Rede war. Warum ich diesen Vergleich mache, ist ziemlich einfach. Wir hatten in der Vergangenheit auch andere islamistischen Anschläge, wie beispielsweise die Ermordung des Lehrers in Frankreich, Samuel Paty. Und es war Oktober 2020. Und wenige Tage später wurde schon zu einer gemeinsamen Schweigeminute aufgerufen. Bundesweit sollten das überall alle Schulen machen. Es gab eine Empfehlung, auch vom Hessischen Kultusministerium. Man soll sich auf jeden Fall bei dieser Schweigeminute mit beteiligen. Das ist nicht passiert nach dem 7. Oktober und auch bis heute nicht. Es gab bis heute andere Empfehlungen vom Kultusministerium, auf die komme ich auch noch mal gleich zu sprechen, aber es gab erstmal nicht diese Empörung, diese Anteilnahme, die man, wo man sagen könnte, selbstverständlich sein sollte. Vor allem, wenn man das auch noch mal mit der heutigen Debatte auch noch mal spiegelt, wo von Staatsräson die Rede ist, natürlich aktuell vor allem kritisch, aber zu sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, ein Satz, der die Politik sehr geprägt hat, vor allem berühmt geworden ist er durch Angela Merkel 2008, aber mit Blick auf dieses Versprechen, auf dieses Commitment, das man in der Politik macht, muss man doch auch sehr nüchtern feststellen, dass es in der breiten Bevölkerung nicht angenommen wird, und das äußert sich zum Beispiel eben dann an Schulen. Und die Praxis der Schweigeminuten kann man an und für sich kritisieren. Ich weiß, dass es da viel Kritik gibt und viele sagen, warum, das ist nicht die Art und Weise, wie man trauert und so weiter und so fort. Das ist kulturell oder sollte man nicht einfach ein Gespräch anbieten und so weiter. Ich glaube, das steht für sich, das kann man machen, aber mir geht es hier vor allem um die Anteilnahme, ob sie da war oder nicht, im Vergleich eben mit genau dieser Praxis, wenn es um andere islamistische Anschläge geht und die Opfer, in dem Fall eben ein Lehrer war oder eben zumindest in Frankreich gab es ja auch ein paar andere Anschläge und immer wieder schnell ohne Zucken hier die Anteilnahme auch sehr laut geäußert worden ist. Häufig ist die Rede gewesen, dann einige Wochen später, da werde ich ein bisschen kritisch auch nochmal später drauf gucken, ich nenne es jetzt mal bewusst von der Floskel, die Spirale der Gewalt muss aufhören. Ja? Also wenn man nicht fähig ist, irgendwie eine klare Haltung zu beziehen, sondern nur sagt, das, was da unten passiert, ist ganz schlimm, aber nicht konkretisieren kann, das Problem ist Antisemitismus, das Problem ist der islamistische Extremismus und so weiter. Also das, vielen fällt es sehr schwer, das konkret auszusprechen. Was belegt dieses Narrativ noch mehr? Am 7. Oktober, am Tag des Massakers, am Abend, das wissen jetzt viele, das wurde hoch und runter diskutiert, gab es schon die ersten Gruppen, vor allem in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten, was man später erst wahrscheinlich festgestellt hat, die das Massaker gefeiert haben, die Süßigkeiten verteilt haben, zum Beispiel in Berlin-Neukölln, das waren vielleicht 10 bis 15 junge Muslime, die das gemacht haben. Das spricht jetzt nicht für die gesamten Muslime. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer dazu zu sagen. Der Generalverdacht ist ein anderes Problem, darauf komme ich später zu sprechen. Aber zunächst einmal ist das passiert. So, es gab keine spontane Mahnwache am Samstagabend. Nein, man hat von dieser Verteilaktion mitbekommen. Wer ein bisschen in sozialen Medien unterwegs war und geschaut hat, hat sehr schnell ähnliche Sätze gelesen wie Gaza just broke out of prison. Am 7. Oktober, wenige Stunden nachdem
klar wurde, was dort eigentlich geschehen ist, dass Menschen massakriert worden sind, dass Menschen, die gefeiert haben, auf einem Festival umgebracht und getötet worden sind. Also, dass dieses Massaker als Widerstand gefeiert worden ist, als Befreiungsaktion, das ist in linken Gruppen schon sehr schnell, in vielen linkspolitischen Gruppen sehr schnell Konsens gewesen. Und ich muss dazu sagen, wenn ich heute mir die Diskurse anschaue, dann sind viele, die vielleicht noch ein bisschen kritischer waren, glücklicherweise kritischer waren, inzwischen aber auch schon bei einer sehr starken Relativierung angekommen, weil mit fortlaufendem Krieg bekommt der 7.10. für viele eine nachträgliche Legitimation. Ja, vielleicht war es doch nicht so verkehrt, um das jetzt ein bisschen platt zu sagen. Genau, einmal diese Tweets oder Social Media Kommentare, dass dieser Tag gefeiert worden ist als Befreiungsaktion, Süßigkeiten verteilen, es gibt viel Freude, dass Juden getötet werden. Am 19.10. gab es, also wenige Tage später, einen offenen Brief. Hier geht es jetzt um die Kunst- und Kulturwelt, die ja spätestens seit der Dokumente auch sehr stark im Fokus steht, wenn es um Antisemitismus geht. Mit dem Titel, dieser offene Brief hatte den Titel »Wir unterstützen die Befreiung Palästinas«. Wenige Wochen, nachdem eben die Verteidigung Israels begonnen hat, nach dem 7. Oktober, gab es diesen Brief von 8000 Bekannten, nicht alle sind bekannt, aber unter anderem bekannten Künstlerinnen und Künstlern unterschrieben worden. Nan Goldin zum Beispiel, wer sich ein bisschen in der Kunstszene auskennt, oder Katharina Gross. Sie haben es alle unterschrieben und haben, was ist die Kritik, warum taucht dieser Brief hier auf, wenn es um Jewish Lives Don't Matter geht? In diesem Brief, 12 Tage nach dem Massaker, geht es in keiner Silbe um das, was am 7. Oktober passiert ist, um das Massaker, um Antisemitismus, um Israel, sondern es geht lediglich um den Gaza-Krieg, der zu dem Zeitpunkt eben schon begonnen hat, anders aussah als heute. Und es ging wirklich nur um die Unterstützung und die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Und dieser Brief hat berechtigterweise auf sehr viel Kritik gestoßen, oder ist auf sehr viel Kritik gestoßen. Es gab auch Gegenbriefe und so weiter und so fort. Inzwischen, glaube ich, gibt es unzählige offene Briefe, die von allen Seiten veröffentlicht und geschrieben werden. Aber dieser hier stand eben für sich. Also es wird eine klare Haltung wiedergespiegelt. Wenn ich nämlich vor allem sage, die Anteilnahme in der breiten Bevölkerung war nicht da, dann steht auch dieser Brief für eben Kunst- und Kulturwelt, die eben auch eine sehr große ist. Hier unten, ich hoffe, man kann es lesen von da hinten, das ist ein Banner, der zu sehen gewesen ist, an der Roten Flora, ein linksautonomes Zentrum in Hamburg, sicherlich bekannt hier. Wenige Tage nach dem 7. Oktober hat die Rote Flora ein Banner über ihren Balkon gespannt, und zu lesen war: Killing Jews is not fighting for freedom. Ziemlich schnell wurde Jews überklebt mit Humans, sodass da dann irgendwann stand: Killing Humans is not fighting for freedom. Ja, ein bisschen banal. Wer würde das auch so sehen? Wahrscheinlich niemand. Aber das Interessante ist, dass man hier nicht den Antisemitismus, nicht die Tötung eben von Juden explizit erwähnt hat, sondern damit sowas wie, was man heute nennt, Both-Sidism. Ja, also es geht generell um Menschen, das ist das Wichtige. Und dass der 7. Oktober im Kern eben den Antisemitismus mit sich getragen hat, soll hier überhaupt gar nicht erwähnt werden. Es wird relativiert, es wird als eben nicht relevant erachtet, dass es eben vor allem darum ging. Und hier kann man diese Parallele ziehen zu Black Lives Matter. Also wer irgendwie Black Lives Matter, die Bewegung, kennt und sich in diesem Antirassismus-Diskurs auch ein bisschen auskennt, weiß, dass es häufig diese Antwort gibt: All Lives Matter. Hört doch auf zu sagen, es geht nur um schwarze Menschen, es geht doch um alle. Und richtigerweise wird dieser Ausdruck All Lives Matter kritisiert, denn es geht eben darum, dass schwarze Menschen besonders viel Polizeigewalt erleben und dass sie ganz anders ist als eben generell Polizeigewalt und so weiter und so fort. Es geht um Rassismus. Und das ist eigentlich hier passiert, könnte man sagen. Killing Jews, nee, das ist jetzt nicht so relevant. Man sollte einfach keine Menschen umbringen. Es geht nicht so sehr um den Antisemitismus, das ist jetzt nicht relevant, sondern generell Kriege und so weiter, das soll einfach nicht passieren. Und hier wird auch nochmal klar, dass die Empathie, wie gesagt, für Juden geringer ausfällt. Anfang des Jahres gab es dann
mehrere Veranstaltungen und ich habe jetzt nur eine gepickt, weil sie auch einen Frankfurt-Bezug hat. Im Hamburger Bahnhof gab es, also im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin, gab es eine 100-stündige Lesung von Schriften von Hannah Arendt und dort hat Miriam Wenzel gelesen, das ist die Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt und ihre Lesung wurde auf eine sehr massive Art und Weise gestört, sie wurde beschimpft als Zionistin mit anderen sehr krassen Ausdrücken und so weiter und es ging vor allem, das haben sehr viele andere Menschen auch gelesen, der Knackpunkt und warum, wie gesagt, dieses Beispiel auch hier auftaucht ist, als eine Person gelesen hat, die eben selbst nicht Jüdin ist, aber für eine Institution steht, die etwas mit Jüdischsein zu tun hat, also oder mit Judentum, das ist die Leiterin des Jüdischen Museums, gab es diese Störaktion und auch das eben steht für sich. So könnte man jetzt noch von weiteren Vorfällen berichten und erzählen. Mir ist wichtig zu sagen, dass dieses Metanarrativ eine absolute Berechtigung hat, wenn es das gibt, dass es nach dem 7. Oktober eben diese sehr, sehr beschränkte und kaum dagewesene Anteilnahme gab. Wochen später hat sich das zum Teil korrigiert, aufgrund dieser Kritik, die es auch gegeben hat. Aber das ist natürlich etwas anderes als dieser Impuls, also beziehungsweise der fehlende Impuls. Ja, also der einfach nicht mehr, das kann man einfach nicht mehr korrigieren, wenn es das nicht gegeben hat. Und angefangen eben, wie gesagt, mit dieser Schweigeminute in den Schulen, auch eben ein Impuls, den es hätte geben können. Und auf der anderen Seite, jetzt komme ich zum zweiten Metanarrativ, steht dem gegenüber, ist nicht unbedingt ein Widerspruch, aber hat auch eben eine absolute Berechtigung. Ich nenne das jetzt hier das Silencen von palästinensischen bzw. von pro-palästinensischen Stimmen. Auch hier könnte man jetzt von ganz, ganz vielen Vorfällen berichten. Der allererste Vorfall, auch hier in Frankfurt Bezug, das war die Absage der Verleihung des Buchpreises an Adania Shibli, eine palästinensische Schriftstellerin. Sie sollte eben einen Preis kriegen für einen Roman, eine Nebensache, so heißt dieser Roman. Und die Verleihung wurde nicht abgesagt, sondern erstmal verschoben, aber sie hat bis heute nicht stattgefunden. Und die Begründung war, es ist eine palästinensische Schriftstellerin, nach dem 7. Oktober ist das jetzt vielleicht nicht angebracht, diese Verleihung zu machen. Kurz, warum ich das erwähne hier ist, genau, schade eigentlich, das sind verpasste Chancen für einen Dialog, die werden immer noch häufig verpasst, aber das erstmal steht auch für sich. Und wir können jetzt wieder zurück kurz zu den Schulen kommen. Auch hier wieder das Kultusministerium, auch in Hessen, schwierige Rolle. Es gab die Empfehlung, zunächst einmal vom Berliner Senat, palästinensische Symbole, sei es das Kufiertuch, die Flagge und alles andere, was irgendwie an palästinensisch sein erinnern kann oder dass man darauf irgendwie deuten könnte, solle doch verboten werden. Es war natürlich nur eine Empfehlung, man konnte das nicht durchsetzen. Und das hessische Kultusministerium hat das ein bisschen nachgemacht, nur ein bisschen anders. Es wurde ein bisschen milder formuliert und es wurde aber das Potenzial formuliert, das Potenzial, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, wenn man ein palästinensisches Symbol trägt. Und das ist natürlich ziemlich krass. Also diese Kriminalisierung von palästinensisch sein, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Wir reden nicht von der Hamas-Flagge, also nicht der Zugehörigkeit, die ein Schüler ausdrücken könnte oder eine Schülerin zu einer terroristischen Organisation, sondern eben Verbundenheit mit einem Land, mit einer, wie vielleicht auch die eigene Biografie ist da damit verknüpft, wie auch immer. Und das ist natürlich ganz interessant, weil man kann kurz festhalten, dass das Kultusministerium Schwierigkeiten hatte, mit dem 7. Oktober danach umzugehen. Also weder hat man die Fähigkeit gehabt, den Schulen was an die Hand zu geben und zu sagen, eine Schweigeminute, wie zum Beispiel, wie gesagt, 2020 in Frankreich, als das islamistische Attentat gab, daran zu erinnern, darüber zu sprechen. Es gab großes Schweigen, gab es dann aber schnell diese Idee, man könne doch das verbieten, das sollte man verbieten. Und ich würde vermuten, dass das immer noch zu großer Unsicherheit führt, der Umgang mit dem Nahostkonflikt, der Umgang damit, wie der Nahostkonflikt eben auf die Schule wirkt und was Lehrkräfte eigentlich für eine Unterstützung benötigen, als auch Schülerinnen und Schüler. Andere Beispiele, die ich hier erwähnt oder die hier mit so Bildern hinterlegt sind, ist also hier unten sehen Sie hier eine Künstlerin, die heißt Candice Brights, eine jüdisch-südafrikanische Künstlerin. Vielleicht kennen Sie auch den Fall, es war mir nur wichtig,
den hier drin zu lassen, weil sie selbst Jüdin ist, aber eben, beziehungsweise darum geht es weniger, es geht vor allem darum, dass sie nicht Palästinenserin ist und es geht darum, dass Menschen, die sich pro-palästinensisch geäußert haben, eben auch so etwas wie Canceln erfahren haben. Sie sollte eigentlich ihre Ausstellung zeigen in einem Museum in Saarland. An der Ausstellung ging es um Prostitution, nee, Entschuldigung, es ging um Sexarbeit in Johannesburg. Und sie hatte wenige Wochen nach dem 7. Oktober in Social Media Ceasefire Now gepostet und ein paar andere Sachen. Es ging vor allem darum, Waffenstillstand. Und das war der Grund, warum dann das Museum die Ausstellung abgesagt hat. Es wäre ein bisschen schwierig, mit ihr zusammenzuarbeiten, wenn sie diese Position vertritt. So ungefähr war die Begründung. Dabei hat sie sich vor allem eben dafür eingesetzt, dass der Krieg erstmal, es kann man alles kritisieren, es geht mir gar nicht darum, ihre Position gut zu finden oder so, sondern vor allem zu sagen, was für Reaktionen das gegeben hat. Rechts oben sehen wir auch noch so einen Ausschnitt, das ist ein Foto von der Ausstellung von einem Fotografen, einem Berliner Fotografen, der heißt Raphael Malik. Er hatte eine Ausstellung Mitte November zeigen sollen in Berlin-Mitte in einer Galerie mit dem Titel Muslimisches Leben in Berlin. Und auch das hat nur wenige Wochen nach dem 7. Oktober gebraucht, bis diese Ausstellung dann abgesagt worden ist, also von denen, die eben die Fördermittel zugesagt haben und das finanziert haben, mit einer sehr problematischen Begründung. Muslimisches Leben in Berlin könne man nur ausstellen, wenn es auch einen Gegenpol gibt. Und auf die Nachfrage, was ein Gegenpol sei, war die Antwort, kam ganz schnell, jüdisches Leben. Jüdisches Leben in Berlin müsste dann eben auch gezeigt werden. Und hier sieht man auch, ne, dieser jüdisch-muslimische Konflikt, der auch real ist, aber auch sehr stark konstruiert wird und auch immer wieder so dargestellt wird, als ob es eben zwei unvereinbare Welten sind. Und Raphael Malik ist ein Künstler, der davon berichten kann, und so gab es auch weitere Personen, palästinensischen Background oder auch muslimischen Background. Das heißt, es geht auch gar nicht nur um palästinensisch sein. Irgendwann sind wir auch rüber zum, egal, es geht einfach um Muslime. Deshalb sprechen wir heute von Muslimfeindlichkeit. Ein Generalverdachtslogik wieder häufig zu hören war, zum Beispiel die Reden von Habeck oder von Steinmeier, wer sie sich angehört hat, weiß. Es gab viel Lob für die Rede, also der Vizekanzler hat eine sehr gute Rede gehalten, bis Minute 9 ungefähr, kann man sagen. Und dann hat er etwas gesagt, was wirklich altbacken ist. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass das wieder mal zu hören war. Muslime sollen sich doch bitte vom Terror distanzieren, vom Terror der Hamas. Und Steinmeier hat tatsächlich in diese gleiche Kerbe geschlagen, der Bundespräsident. Und schnell gab es wieder ich habe es schon vorhin erwähnt, den Generalverdacht, Muslime sind sie höchstwahrscheinlich Hamas-Sympathisanten. Ja. Wenn sie es aber irgendwie korrigieren oder so, wenn sie sagen, sie sind es nicht, dann können wir weiterreden, so ungefähr. Und diese Logik hatten wir vor ungefähr anderthalb Jahrzehnten sehr lange, vor allem nach dem 11. September war das etwas, was viel auch kritisiert worden ist, zu sagen, Muslime müssen sich nicht irgendwie beweisen für ihre humanistischen Werte, die sie vielleicht auch einfach ganz normal vertreten wie andere. Das war in den ersten Wochen, also Oktober, November würde ich sagen, war das ein sehr, sehr problematischer Diskurs, der wieder in sozusagen einem alten Muster direkt verlaufen ist. Der Bundesjustizminister hatte ja sogar den Vorschlag, muslimischen Deutschen vielleicht auch die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie zu antisemitisch werden. Ich gebe es jetzt ein bisschen salopp wieder, aber es gab tatsächlich diese Idee und die wurde noch bis Januar diskutiert, aber eigentlich war klar, das ist rechtlich überhaupt gar nicht möglich. Also es gab diese Kriminalisierung, die eben die stattgefunden hat und eben auch an Schulen sich geäußert hat. Wenn ich jetzt von der Distanzierung spreche, diese Distanzierungserwartungen von der Hamas, um ein bisschen zum Thema Schule nochmal konkreter zu kommen, dann ist das dort etwas gewesen, was sehr viele Lehrkräfte, vielleicht auch hier Sitzende, berichten können. Es gab direkte Ansprache von Lehrkräften ihren Schülerinnen und Schülern gegenüber. Wie redet ihr über die Hamas? Gibt es da bei euren Eltern vielleicht, finden die das gut und so weiter? Also auch gut gemeinte Gespräche, um nur herauszufinden, was da passiert, aber dann eben nur mit den muslimischen Schülerinnen und Schülern. Das ist etwas gewesen, was die muslimische Community insgesamt auch sehr stark betroffen gemacht hat und viele sich entsprechend auch geäußert haben.
nicht nur jetzt in der Debatte, auch was die islamischen Verbände beispielsweise, die jetzt keine besonders tolle Rolle darin gespielt haben insgesamt, darum geht es mir nicht, aber die zumindest erstmal diese Perspektive stark gemacht haben, das kann nicht sein, dass Muslime oder palästinensisch sein oder Muslim sein so sehr wieder kriminalisiert wird. Genau, das vielleicht soweit erstmal zu diesem Narrativ. Nee, ich habe nichts gesagt zu diesem Campus, zu der Räumung, vielleicht nur ein Satz. Es gab, seit Februar gibt es unzählige Hochschul-, also Pro-Palästina-Camps an Hochschulen. Hier an der Uni in Frankfurt gab es auch ein Camp, an der Uni in Leipzig auch, an der Uni in Berlin und so weiter. Also die Liste wird immer länger, aber die Vorfälle unterscheiden sich schon sehr. In Berlin ist ein bisschen mehr los gewesen, hier in Frankfurt ein bisschen weniger. Man hat in Frankfurt aber auch schon versucht, das Camp zu verhindern, bevor es überhaupt stattfinden konnte. Was auch problematisch ist, auch genau wenn man auf dieses Narrativ irgendwie blickt, zu sagen, dass pro-palästinensische Stimmen oder pro-palästinensische Äußerungen am besten gar nicht erst zu hören sein sollen. Ja? Die Uni hat Angst, lieber verbieten, bevor sie überhaupt dort auftreten. Und in Berlin gab es eben mindestens eine sehr problematische, gewaltvolle Räumung des Camps. Und da geht es mir jetzt gar nicht um die Inhalte, die dort skandiert worden sind, vielleicht von einigen eben von einigen Studierenden, die teilgenommen haben bei diesen Veranstaltungen des Protest, des Protestcamps, sondern vielmehr darum, wie die Antwort darauf gewesen ist. Sanktionieren, irgendwie krimmen und abräumen etc. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, wer sich ein bisschen mehr mit den Protestcamps auseinandergesetzt hat oder auch mit den Graffiti, die es gegeben hat, gab es sehr, sehr eindeutige antisemitische Slogans, die gerufen worden sind. Ich selbst habe auch drei Camps besucht und war schon auch erschüttert darüber, wie einige, und das ist, glaube ich, die Differenzierung, die gefehlt hat, wie einige eben diese Camps für ihren Antisemitismus, für ihren Israel-Hass genutzt haben und das auch ziemlich offen auch gezeigt haben. Und das ist natürlich sehr schwierig jetzt, also einerseits ist es problematisch zu sagen, wir lassen diese Camps überhaupt nicht veranstalten, also es gibt gar nicht die Möglichkeit, pro-palästinensische Positionen zu äußern, Solidarität mit den Palästinensern irgendwie zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig muss es auch eine klare Kante gegen Antisemitismus geben. Ne? Vermutlich, also was jetzt zum Beispiel das, also was jetzt das Camp hier in Frankfurt betrifft, würde ich sagen, ist das immer besser, zunächst einmal das Recht auf ja, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit zuzulassen und das Camp soll da sein, sie sollen zeigen, sie sollen darüber sprechen, also zeigen, wofür sie stehen, darüber sprechen und sobald wir bei Volksverhetzung sind, wird es eben geräumt. Also zu sagen, das ist wahrscheinlich der einzige richtige Ablauf, der möglich sein kann. Wir sind aber vielmehr eben in diesen Angstszenarien und lieber präventiv etwas verhindern und das sind wahrscheinlich alles Kriminelle. Vorfälle an Schulen gab es selbstverständlich auch noch andere, die uns oder die mich erreicht haben. Bekannt geworden ist der Fall in Wiesbaden in einem Kino. Ich weiß nicht, ob jemand aus Wiesbaden hier ist. Der Fall wird ja immer noch auch aufgearbeitet. Sie nicken, okay, da gibt es einen. In einem Kino in Wiesbaden ist Folgendes passiert. Es wurde der Film gezeigt, Wannsee-Konferenz und am Ende gab es, also im Abspann gab es den Hinweis darauf, dass 6 Millionen Juden ermordet worden sind in der Zeit des Nationalsozialismus und daraufhin haben einige Jugendliche angefangen zu klatschen. Das ist zum Beispiel eines dieser Vorfälle oder ein eher bekannt gewordener Fall, für eben diesen Israel-Hass, den Antisemitismus, der sich auch an Schulen äußert. Wie gesagt, hier wird noch ermittelt. Andere Vorfälle sind ungefähr, hier kann man auch diese Analogie beziehen mit der Erwartungshaltung, sich von der Hamas zu distanzieren, gibt es häufig die Nachfrage, wenn es jüdische Schülerinnen und Schüler sind, wenn es die überhaupt gibt an den Schulen, darauf komme ich auch nochmal gleich zu sprechen, oder wenn sie es gesagt haben, dass sie einen jüdischen Background haben, wie sie denn zu dem Krieg stehen, wie sie zu dem Genozid stehen. Das ist vor kurzem in einem Bekanntenkreis einem Jungen passiert, der ist 14,
Und er hat erzählt, dass er bedrängt worden ist von einigen Schülern, die ihm gesagt haben, du musst jetzt zugeben, dass Israel einen Genozid begeht, ansonsten lassen wir dich nicht hier weiterstehen. Es kam nicht zu physischer Gewalt, aber ich meine jetzt vor allem dieses Markieren, unter Druck setzen, du musst jetzt dich rechtfertigen, du als deutscher Jude musst dich rechtfertigen für das, was in Israel passiert, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also solche Fälle gibt es zuhauf und doch auch häufig eben auch mit physischem, die auch physische Angriffe sind. Ich will abschließen mit einem Punkt, der vor allem eine Diskussion eigentlich anbietet. Und zwar ein Problem, das ich häufig sehe, wenn wir über Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit nach dem 7. Oktober sprechen. So ist ja auch der Titel, nicht der Veranstaltung, aber denke ich von meinem Vortrag zumindest heute. Und ich nenne es jetzt mal einen Fehler und Sie können mir auch alle gerne gleich widersprechen, weil wahrscheinlich ist es, vermutlich ist es ein bisschen provokativ, das jetzt zu sagen. Aber ich sehe es als einen Fehler, den wahrscheinlich auch vielleicht auch viele begehen, die auch hier sind, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit gleich zu behandeln und zu sagen, ja, beides ist nach dem 7. Oktober gestiegen, Punkt, und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, das war's. Das ist auch wichtig, sehr wichtig, auf jeden Fall, der Schutz von Juden, der Schutz von Muslimen. In meiner Schulklasse, in der Schule insgesamt, an Hochschulen, überhaupt im öffentlichen Raum, ist natürlich wichtig, ich widerspreche dem nicht. Aber so zu tun, dass es identisch ist, wird dem Problem auch nicht so richtig gerecht. Was ich damit meine ist, ich rede gar nicht unbedingt über die Unterschiede in der Ideologie jeweils. Also man kann natürlich lange jetzt darüber reden, ja, Antisemitismus funktioniert so und so, es geht vor allem um die Verschwörung, an die man glaubt, Juden hätten mehr Macht etc. Und ein Antisemit fühlt sich ganz klassisch ohnmächtig und der Rassist, der Muslime unterdrückt, fühlt sich eher mächtig, ne? Das ist sozusagen der Hauptunterschied zwischen Ohnmacht und Macht. Und er will die anderen kontrollieren und ausbeuten und so weiter. Diese Unterschiede in der Ideologie sind ziemlich klar, und aber gar nicht das, was ich jetzt gerade meine. Wenn es jetzt um Schulen geht, vielleicht um das daran konkret zu machen, sehe ich, dass die Kräfte oder Macht und Minderheit und Mehrheitsverhältnisse einfach massiv andere sind. Und wir können auch einfach gerne in Frankfurt erstmal bleiben. Muss aber auch gar nicht sein, es spricht einmal für Frankfurt. Wenn wir jetzt uns die Schulen angucken und vor allem es uns darum geht, Betroffene zu schützen, dann ist es in der Regel so, dass es wahrscheinlich keine Gruppe von jüdischen Schülern gibt, die in der Mehrheit sind an einer öffentlichen Schule. Viel häufiger, und das sind auch die Fälle, mit denen ich zu tun habe, wenn ich mit Lehrkräften, mit Freunden spreche, die in der Schule arbeiten, es geht häufig darum, dass es eben muslimische Schülerinnen und Schüler sind, die, und deshalb habe ich gesagt, die Macht- und Mehrheitsverhältnisse, die von ihren Lehrkräften bedrängt werden, die dahingehend markiert werden als mögliche Terrorsympathisanten. Das ist ein Problem, ja, weil klar, diese Beziehung ist natürlich sehr problematisch, wenn Lehrkräfte ihnen Zuschreibungen machen. Und auf der anderen Seite sind sie aber in ihrer Peer, also die Peer ist höchstwahrscheinlich eher, um das jetzt ein bisschen einfacher zu sagen, pro-palästinensisch. Und dort werden sie aufgrund bestimmter Positionen, egal ob sie antisemitisch sind oder nicht, möglicherweise keine Sanktionen erfahren. Das ist anders, wenn man das jetzt überträgt auf die Erfahrungen von jüdischen Schülerinnen und Schülern, die wie gesagt selten, ich kenne keinen einzigen Fall, in der Mehrheit sind an einer öffentlichen Schule in einem Klassenzimmer. Wenn, dann sind sie allein, vielleicht zu zweit. Und ich meine, die einfachste Erklärung ist, die sind die realen Zahlen. Also in Deutschland reden wir von 200.000 Juden und von fast 6 Millionen Muslimen. Also das ist dieses Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse, dass sie so sind, wie sie sind, dafür kann niemand etwas. Aber ich glaube, die spielen ganz wichtig, eine ganz wesentliche Rolle, wenn wir über diese Phänomene in den Schulen sprechen. Und warum ich das erwähne, ist, weil es für eine Lehrkraft natürlich ganz zentral ist, mit diesem Unterschied umzugehen. Übrigens, Lehrkräfte auch selbst sind sehr häufig, in Frankfurt gibt es auch sehr viele Lehrkräfte mit einem muslimischen Background. Ja. Also da hat sich das, ich will jetzt gar nicht sagen, das Macht-Minderheitsverhältnis oder weiter, hat sich total verändert, aber es gibt natürlich Brüche, es gibt ein paar Risse in dieser Ordnung, die eigentlich lange Jahrzehnte eben die war, weiße Lehrkräfte und die migrantische Schüler. Auch da ändert sich etwas. Aber ich rede jetzt vor allem erstmal über das, was mehrheitlich eben der Fall ist. Und ich denke, wenn man sich
zum einen klar macht, dass wir Unterschied. Das heißt nicht, dass Antisemitismus oder Muslimfeindlichkeit in Konkurrenz gestellt werden. Das heißt es überhaupt nicht. Das heißt, es ist einfach nur ein Realitätscheck. Was habe ich vor mir und was passiert hier? Und wie spreche ich welche Schülerinnen und Schüler an? Und was erfahren sie wahrscheinlich auch eben untereinander? Und ein anderer Aspekt ist, wenn man einfach diese Formel sagt, naja, nach dem 7. Oktober genau ist beides einfach gestiegen. Das habe ich letztens auch zu einer Gruppe von Lehrkräften gesagt, die fanden das dann nicht so gut, aber ich sage es hier trotzdem, vielleicht finden sie das. Bevor wir inhaltlich einsteigen und die Podiumsdiskussion eröffnen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil es vielleicht die ein oder andere Person gibt, die jetzt erst dazugestoßen ist, dass wir einen Raum gemeinsam gestalten wollen, der demokratisch ist. Das bedeutet, jede Person trägt individuell und wir tragen auch kollektiv die Verantwortung für den Umgang miteinander. Achtet auf euch, sprecht miteinander. Herzliche Einladung dazu. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, sind wir zu dritt analog in Präsenz auf dem Podium und Frau Professor Dr. Julia Bernstein ist zugeschaltet digital. Das scheint zu funktionieren. Ich entnehme der Mimik ein Nicken war. Sehr schön. Ich will jetzt nicht sagen, das, was Habeck und Steinmeier gesagt haben, ich habe das problematisiert, die Logik des Generalverdachts, aber zu problematisieren, ja, Antisemitismus, der Vernichtungswille gegenüber Israel ist in kleinen Teilen, aber doch auch in lauten, kleinen, aber lauten Teile innerhalb der muslimischen Bevölkerung weltweit offensichtlich ein Problem. Und leider eben auch in Deutschland, auch wenn es eben nur 15 Jugendliche waren, die am 7. Oktober abends eben gefeiert haben, mit muslimischem Background. Das heißt, Sie sprechen auf gar keinen Fall für die 6 Millionen Muslime. Es können vielleicht auch 100.000 sein, die gefeiert waren. Sie sprechen niemals für die 6 Millionen Muslime. Aber sich doch eben des Problems bewusst zu werden, weil sie eben sehr mächtig sind, wenn es eben diesen Terroranschlag gegeben hat. Und es gab auch andere, Stichwort Solingen und so weiter. Also zu sagen, es gibt eben dieses Problem, und auf der anderen Seite eben den Antisemitismus. Und das fällt natürlich vielen schwer zu sagen, dass Menschen, in dem Fall Muslime, Täter und Opfer zugleich sein können. Und die Frage ist vor allem, mit welcher Haltung spreche ich dann die muslimischen Schülerinnen und Schüler bei mir an? Bin ich fähig dazu, das zu problematisieren und zu sagen, naja, es geht eben um, oder was wir hier diskutieren müssen, ist Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, ja, auf jeden Fall. In erster Linie seid ihr betroffen, definitiv, die Zuschreibung, die ihr erfahrt. Und dann muss man eben auch, Aufklärung würde auch bedeuten, über das Problem von Antisemitismus zu sprechen und darüber zu sprechen, dass die Hamas den Islam missbraucht, würden dann viele sagen und so weiter und so fort. Muss man nicht so sehen, kann man so sehen. Aber zumindest ist das eben ein islamistischer Terrorakt gewesen, der gegen Juden und Jüdinnen ging. Und jetzt würden das einige übersetzen mit, genau, Muslime sind schon wieder Täter, aber sie sind auch Opfer zugleich und Juden sind jetzt hier nur die Opfer. Aber wie gesagt, wir können darüber diskutieren. Mir geht es, wie gesagt, vor allem um diese Bewusstseinsveränderung mit Hinblick darauf, das immer so ein bisschen gleich zu behandeln. Und wenn man sich die Vorfälle übrigens genauer anschaut, auch die Liste von Claim, wenn die Fälle für Muslimfeindlichkeit steigen, das stimmt, das ist klar, aber es gibt nicht unbedingt in allen einen Bezug zum Nahostkonflikt. Warum die Statistiken zu Muslimfeindlichkeit möglicherweise in den nächsten 2-3 Jahren massiv steigen werden, ist nicht nur, weil die AfD immer mehr Zustimmung bekommen wird und Islam- und muslimfeindliche Haltungen noch salonfähiger werden. Sie sind es ohnehin schon, aber das geht, glaube ich, immer Luft nach oben. Aber es wird vor allem auch einen Anstieg geben, weil die Sensibilisierung für Muslimfeindlichkeit einfach sehr groß geworden ist. Mit diesem Bericht, den ich vorhin erwähnt habe, werden Folgen sein, dass die Politik Beschwerdestellen und Beratungsstellen etabliert, die eben genau das machen sollen. Musliminnen und Muslime sollen Fälle melden können. Diese ähnliche Entwicklung gab es auch in Bezug auf die jüdische Community, weil Antisemitismus wurde 2017 erst so richtig angefangen, hier zu bekämpfen, natürlich auch schon vorher, aber ich will es ein bisschen zuspitzen, weil ich zum Ende kommen muss. Und RIAS, und dass es diese Recherchestelle gibt, die Monitoringstelle für antisemitische Vorfälle, die haben wir auch nicht seit 10 Jahren.
Das sind alles neuere Entwicklungen. Und auf einmal reden wir sehr stark über den Anstieg, Anstieg von Antisemitismus, Anstieg von Muslimfeindlichkeit. Ich glaube, ein Aspekt ist der Anstieg, aber der andere ist, dass es eine größere Sensibilisierung gibt und ein größeres Wissen darüber und das Angebot, diese Fälle zu melden. Und das passiert eben auch gerade Muslimfeindlichkeit, das Phänomen ist in den vergangenen Monaten, auch wenn es sehr viel abgesprochen wird, auch sehr viel Anerkennung erfährt. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger immer etwas, was man sieht, aber auch das findet parallel statt. Und mit Hinblick auf diese Veränderung der Sensibilisierung müsste man sich auch diese Statistiken anschauen. Und als allerletzten Punkt, und wir können, wie gesagt, darüber dann auch gerne noch diskutieren, ist, wobei das macht ja dann Eva, ich lasse es. Genau, ich sage gar nichts mehr zu sozialen Medien, weil ich hab sie ganz bewusst auch ausgelassen, weil es natürlich etwas ist, was im nächsten Vortrag ganz zentral ist. Aber die Frage, oder die ich mir vor allem stelle, ist, ich formuliere es jetzt ein bisschen anders, kein geschmeidiger Übergang, aber inwiefern eben auch Schulen Fähigkeit entwickeln, mit Social Media umzugehen und mit den Inhalten, die dort konsumiert werden und dann eben auch im Unterricht Resonanz bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich mache einen Punkt und lasse Eva.